Hallo, meine Lieben, und willkommen zur Bewertung von Arte Forum, die Weltformel. Ich bin bekloppt. Ich bin so fertig mit der Welt gerade. Meine Fresse. Alter, wie kann man. Alter, das ist wieder so ein bisschen Trash. Also, wir fangen gleich mal an, meine lieben Leute, mit der Story. An sich ist es ja eigentlich ein recht interessantes Setting. Von wegen Mittelalter. Nicht Mittelalter, sondern Renaissance ist es ja eigentlich. Vermischt mit Magie und sowas von wegen Weltform suchen. Aber die Story ist halt so dumm teilweise, dass das die beiden Charaktere, die man nicht steuern kann, wie auf diese Idee kommen, dann KIs steuern zu lassen, was ich auch nicht, vor allem ein Zauberer, der nicht zaubern kann, und einen Giganten, der auch nichts drauf hat. Naja, storymäßig ist es ziemlich Standard und auch nur übelster Standard-Klischee. Suche 7 Teile von irgendwas, um die Welt zu retten oder die Welt irgendwie zu kontrollieren, tun, bevor es der Böse macht. Und storytechnisch haben wir ja sowieso nicht allzu viel erlebt, nur. Ja, oh Gott, ich habe einen Traum gehabt, jetzt muss ich die Welt retten und die Welt vor mir suchen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann 2 Stunden später, oh blub, Demo zu Ende, verdammt durchbrochen, das war's. Zwischendurch haben wir 2 Leute aufgesammelt, haben 2 Städte besucht, haben einen Wald kurz besichtigt, eine Map, haben eine Höhle besichtigt, haben einen Turm besichtigt, mit übelsten beschissenen Rätseln, also die Story, Würde ich einen Punkt weniger als Pilgrims geben. 2. Und Pilgrims ist einfach nicht hochgeladen. Die Bewertung ist scheiß drauf. Charakter. Haben die sich irgendwie unterschieden, charakterlich? Ja, unser Hauptheld Jeremias. Ja, ich rette die Welt. Blub, blub. Und ich bin so blatt wie der Flunder vom Charakter her. Der hätte auch eher x-beliebige andere Trash-Held sein können. Hätte auch Ryan dran stehen können, dann hätte es auch keinen Unterschied gemacht. Dann der Magier, Zauberer, Tuntun, dessen Namen ich mir schon wieder nicht mehr gemerkt habe. Diesen Mädchennamen da, der auch einfach nur, ja, ich komme mit, weil es ist gut, zu weit zu reisen, weil es ist weniger gefährlich, aber ich bin so random einfach mal da, war irgendwie eingesperrt vorher oder vom Gitter und auf einmal stehe ich neben dir. Habe ich wahrscheinlich hingeportet oder so, kann aber nicht zaubern, weil ich keine Skills habe. Und dann der andere, der Gigant, ich geb dir voll aufs Maul. Und dann, oh, ich komme mit, weil ich will meinen Meister töten und dann bleibe ich bei dir. Und, oh ja, Charaktere, 0 Punkte, kann ich anders sagen. Grafik, Alter, unterste Schublade des Mapping. Unterste Schublade, anders kann ich nicht sagen. Leere Maps. Unlogische Maps mit ekligen gepixelten Bomben, die im Paint wahrscheinlich nur großgezogen wurden. Na gut, ich gebe dem Spiel, sagen wir mal, 2 Gnadenpunkte, weil es Edits drin hatte, weil es die langgezogenen großen Bäume kann man als Edits durchgehen lassen. Und diese komischen Mini-Pflanzen, diese Pixel da, diese komischen Pixelpflanzen, die schlecht gepixelt waren. Gebe ich mal ein paar Gnadenpunkte, das war's dann auch schon. Technik, ziemlicher Standard, nichts Neues. Das mit dem Anzeige von den Ortsnamen ist nichts ultra innovatives. 5 Punkte von 10, ziemlicher Standard. Atmosphäre, was ist Atmosphäre? Kann man das essen? Dachte sich das Spiel, glaube ich. Ich habe mich in diesen Traum sowas aufgeregt, dass mich das sowas sowieso so rausgerissen hätte und ich habe mich nicht wie in Rom gefühlt, gut, abgesehen von der Architektur vielleicht so ein bisschen, aber Entschuldigung, also in Italien, oh Gott, ich muss aufstoßen, sorry, aber ich habe mich eigentlich wie in jeder x-beliebigen Fantasy-Welt gefühlt. Nicht unbedingt wie in Italien, vielleicht von der Worldmap her, ja, die übrigens auch schon komplett vorhanden ist, die Worldmap, gemappt, aber naja, Atmosphäre,
einen klaren Punkt mehr, auch nicht. Musik war eigentlich ganz okay, eigentlich ziemlich erstaunt gewesen, weil es nicht das Abend der Atemberaubend ist gewesen, war auch nicht so viel gewesen, dass man schon vorher gehört hätte. Aber ich glaube nicht, dass es ist mir nicht mal im Kopf geblieben, als ich da das Quiz gehabt hatte. Weil das Spiel an sich halt, die Musik kann ja auch so gut sein, wenn das Spiel an sich kotze ist, dann bleibt die Musik auch nicht hängen. Das ist das Problem. Also es war, ich würde sagen, 5 von 15 Punkten wert. Gameplay ist ziemlicher Standard, ist aber an sich, wenn ich es mich nicht durchgespielt hätte, ist es eigentlich nur eine Attacke Spam, die sowieso keine Fähigkeitspunkte kostet, keine MP kostet. Nämlich diesen Mega-Schlag-Spam. Mehr machst du eigentlich nicht. Haben du vielleicht mal heilen? Also 4 von 15 Punkten. Umfang. Wie lang ist es denn? Also ich habe jetzt 24.05. Ach, das war die Ankündigung. Muss ich noch ändern. Ich habe jetzt, also ich habe ungefähr, wie lange habe ich denn aufgenommen? Das erste. Wir rechnen das jetzt mal zusammen, Leute. Kleinkuchen. Warte, Forum, die Weltformel. Also 38 Minuten, also 39 Minuten ungefähr. Plus 39 bis 41. Plus. Das kann ich eigentlich gleich mal hier. Hopp. 3. Plus. 39 wieder 109, also 2 Stunden sind insgesamt 2 Stunden Spielzeit. Ist für eine Demo, in der aber auch nichts passiert, großartig storytechnisch in diesen 2 Stunden. Wir wissen nur, wir haben den Traum, die sammeln ein paar Leute ein, wir laufen von A nach B, von Plutonia nach Luther. Ist es umfangtechnisch ein bisschen dürftig, würde ich sagen. Also ich würde sagen, da gebe ich eher so 2,5. Das erste Mal, dass ich halbe Punkte vergebe. 2,5 Punkte, umfangstechnisch. Ich sollte, glaube ich, mehr mit halben Punkten arbeiten, glaube ich. Naja, scheiß drauf. So. Also insgesamt kommt dann dieses tolle Spiel auf 2 plus 0 plus 2 plus 5 plus 1 plus 5 plus 4 plus 2,5. Auf 21,5 Punkte. Also 21,5%. Wow. Das ist knapp. Das ist knapp. 1,5 Punkte besser wie Legend of Scheiß Mentos. Das habe ich auch noch nie erlebt. Leute, das ist knapp. Nur 1,5 Punkte besser als Legend of Scheiß Mentos. das hat auch noch kein Spiel fertig gebracht. Bisher alte Macht war sogar besser. Habe ich besser bewertet. Ja, meine lieben Leute, das war's dann mit dem Let's Play gewesen. Als nächstes, wie gesagt, im Let's Play kommt das Dungeon Runner. Das sind aber nur 3 Folgen. Danach muss ich gucken, was danach kommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play oder bei dem Wolfcrew. Nicht Wolfcrew. Playthrough von Dungeon Runner, das ist aber, habe ich nur angespielt gehabt, das sind nur 3 Folgen, weil das Spiel war auch eher so meh. Die ganzen Playthroughs werde ich sowieso irgendwann nochmal normal Let's Playen, wenn ich mal da angekommen bin bei meinen Let's Plays. Und ich würde mal sagen, meine lieben Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal bei den nächsten Videos. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.